Ich bin gerade leider am Essen machen. Tut mir nun mal leid. Vielleicht komme ich ja nochmal nach. Hä? Kannst du es bitte essen? Was für ein Heimück? Ich meine, er hört ja anscheinend ja eh schon Opern. Also von daher ist es anscheinend ja eh noch nicht mal wirklich schlimm. Warum hast du heute unbedingt frei, ey? Aber schade, dass wir wahrscheinlich deswegen echt nicht mehr zu Hause arbeiten können. Okay, wartet mal. Dann machen wir mal Nachricht lesen. Mal gucken, was wir denn da so lesen. Darauf bin ich jetzt echt mal gespannt. Ich weiß, dass du den Tag überleben kannst. Ach, was? Wirklich? Wow. Bestätigungsnachricht hinterlassen. Wow. Über Festival lesen. Wow, cool. G-Con. G-Con! Honeypop! Zeit Dienstag, 10 bis 16 Uhr. Programmiermarathon. Hast du das Zeug zum ultimativen Hacker? Stelle deine Fähigkeiten bei Programmiermarathon auf die Probe. Schnellere Fähigkeitenaufbau, umgeben von den klügsten Köpfen der Welt. Wirst du sicher das ein oder andere lernen? Auf der G-Con kannst du viel schneller Fähigkeiten aufbauen. Ultimativer Spieltest. Komm zum ultimativen Spieltest und versuche eine hohe Punktzahl zu erzielen. Bist du da ein Profi-Gamer? Zu den Sternen. Erkunde den Weltraum, ohne eine eigene Rakete bauen zu müssen. Aber treib bloß keine Späße, während du im All bist. Dein Festival hat noch nicht begonnen. Ach so. Oh, wie cool. Da will ich unbedingt mit dem hin. Da will ich unbedingt noch hin. Unerwartete Bestätigung. Oh, was für eine nette Dinge diese Person geschrieben hat auf der Pinnwand. Das galt leider für alle. Oh. Hat die Fitnessfähigkeit erworben. Das ist ja ganz schön. Ja, in der Stadt findet eine G-Con statt. Klicke auf eine Dinamadenstelle in der Stadt, um mehr zu erfahren. Dahin reisen. Alleine bitte. Oh, cool. Oh, wie die alle aussehen. Bei Party Francis mitspielen. Cool. Oh, ich wollte doch da mitspielen. Oh, lass uns das spielen. Oh, wie cool. Ich weiß gar nicht, wer er ist. Oh. Oh, Basketball. Körperschmeißen. Oh, der Grüne ist richtig gut.
Oh, da hat er aber. Oh, wieder Bowling. Eine 10. Cool, ein Strike. Oh, da hat er den Strike gehabt. Okay, der Grüne schon wieder anscheinend. Da ist der Grüne wirklich richtig, richtig gut da drin. Okay, Golf. Was war denn da mit dem Blauen los? Oh, schon wieder der Blaue. Was ist nur da los? Streng dich doch mal an. Da hat er wieder den Strike. Oh, gleich schon wieder der Gelbe natürlich. Sag ich ja. Okay, jetzt bleibt mal das Gleiche. Die Gekorn-Herausforderungen haben begonnen. Setz dich an einem der Computer um deine Programmierung. Wo muss man denn das machen? Oh, hier. Hör auf da! Ich habe gehört, die Festivalsession. Jetzt nicht, ich bin auf der G-Con. Hat die Programmierfähigkeit erworben. Hat noch nie vorweg programmiert, aber macht hier sowas gleich mit dir. Aber das war auch der einzige. Weltall erkunden. Oh Mann, wir hätten hier noch viel, viel mehr machen müssen eigentlich. Eine Rakete bauen müssen eigentlich. Achso, das ist ja gleich die Karaoke-Bar, ne? Nee, das ist eine andere Bar irgendwie. Das ist nochmal woanders irgendwie gefühlt. Oh, da macht noch jemand jetzt noch mit. Ja, ein Programmierteilnehmer. Genau. Weil der eine, das hört sich so an, als wenn der hacken würde. Wie cool, dass wir das nochmal mitbekommen, sowas irgendwie. Richtig cool. Partyspäßchen. Gut gespielt. Benjamin hat nicht gewonnen, aber nächstes Mal wird er siegen. Oh, schade. Aber gut. Mit Pros abhängen. Unter Genies. Da du auf dem Festival von vielen klugen Individuen umgeben bist, erhöht sich die Logik, Programmier- und Videospielfähigkeit viel schneller. Es sorgt immer für Spaß, wenn sich auch andere Bros in der Nähe befinden. Unter Chinese, okay, das hatte ich schon. Okay, das hatte ich doch auch schon. Level 2 der Programmierfähigkeit erworben. Oh, cool. Benjamin hat den Programmiermarathon mit einer Punktzahl von 15% abgeschlossen. Der Gewinner wird am Ende des Festivals bekannt gegeben. Alle Gewinner müssen anwesend sein, um ihren Preis in Oh, das ist noch nie nochmal zu Ende. Oh, cool. Bau fortsetzen. Komm, wir helfen mal ein bisschen mit. Hat die Raumfahrttechnik erworben. Ach stimmt, guck mal, sowas können wir auch noch hier machen. Ultimativer Spieltest.